Opposition, Markus 3,22. Nun hatte es eben noch geheißen, sie staunten und priesen Gott, Markus 2,12. Jetzt auf einmal heißt es, sie beratschlagten, wie sie ihn vernichten könnten, Markus 3,6. Er ist von Sinnen, Markus 3,21. Er ist vom Teufel, Markus 3,22. Ist dieser Umschlag plötzlich gekommen? Keineswegs. Nur die Oberfläche des Sees war ein ruhiges Spiel der Wellen. In der Tiefe hörte man immer das geheimnisvolle Rollen und Grollen des nahenden Sturmes. Die Opposition zieht sich durch das ganze Leben Jesu. Denn dieses Leben begann mit einem Hinauswurf. Es war kein Platz in der Herberge. Es setzte sich fort in der Emigration, der Flucht nach Ägypten. Musste nach der Rückkehr die engere Heimat Judäa meiden und vor dem Feind zurückweichen in die galiläischen Berge. Seine eigenen Verwandten lehnten ihn ab als hirnverbrannten Phantasten. Aus seinem engsten Mitarbeiterkreis verleugnet ihn einer, verrät ihn ein anderer und die übrigen laufen in der entscheidenden Stunde davon. In der Opposition gegen ihn werden liberale Sadduzäer und orthodoxe Pharisäer einig, finden sich romfreundliche Kompromissler und romfeindliche Zeloten, einigen sich Pilatus und Herodes, also weltanschauliche Gruppen, politische Parteien, religiöse und staatliche Behörden sind einig in der Front gegen ihn. Und auch in weitesten Volkskreisen sind gegnerische Stimmen hörbar, bis eines Tages der Vulkan ausbrechen, Feuer des Hasses speien und die Lava der Vernichtung über ihn schütten wird. Am Karfreitag ist das Erdbeben, das der Seismograph nüchterner Beobachtung ihm schon längst angezeigt hatte, wirklich gekommen und hat seine Existenz bis in die Fundamente erschüttert. Ist der Sturm, dessen schaumgekrönte Wellen er schon lange heranrollen sah, wirklich in voller Wucht losgebrochen und die rasende, tobende See hat ihr Opfer verschlungen. Die Opposition hat, menschlich gesehen, über Christus gesiegt. Und nur die göttliche Kraft, wirklich nur sie, hat am Ostertag den Sieg Gottes über alle feindliche Menschenmacht triumphal gesichert. Ist es erstaunlich, dass es im Leben Jesu so wild dramatisch zugeht? In diesem Leben, in welchem doch die unheimlichsten, größten Geistesmächte, Hass und Liebe, Dämonie und Gnade, Himmel und Hölle, Gott und Teufel aufeinanderstoßen? Christentum ist kein Schäferidyll, sondern geistiges Schwerterklingen, ist Reibung, ist Widerstand, ist keuchendes Schwimmen gegen den Strom, ist Entscheidung, Auseinandersetzung, Kampf mit Schweiß und Blut. Wer nur die Bergpredigt liest, mit den Worten Jesu über die Vögel des Himmels und die Lilien im Tal, kennt nicht den ganzen Christus. Er muss auch den Christus kennen, der mit Stricken in der Faust den Tempel säubert, muss auch die Pharisäerreden lesen, in denen Jesus mit seinen Gegnern Abrechnung hält, sie eine Schlangenbrut und Natterngezücht schielt und ihnen alles ins Gesicht schleudert, was er gegen sie hat und weiß. Christliche Pazifisten vom Schlage Tolstois, die da meinen, mit Liebe allein jeden Gegner bekehren zu können, sind weltfremde Träumer, erdferne Schwärmer. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Niemand war so gütig wie Christus. Niemand hat so viel Liebe gehabt wie er. Und doch hat er die schwelende Glut des Hasses nicht dämpfen und nicht löschen können. Güte wird mit Undank vergolten, Liebe mit Hass beantwortet und Selbstlosigkeit mit Eifersucht bezahlt. Damit muss jeder Christ rechnen. Ausdrücklich hat der Herr es ihnen gesagt. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, Matthäus 10,34. Und wörtlich hat er betont, dass die eigenen Hausgenossen zu Feinden werden, dass die Opposition in der eigenen Familie sich melden wird. Umso mehr wird sie in der Öffentlichkeit des Lebens drohend ihr Haupt erheben und grimmig ihre Fäuste schütteln. Wer glaubt, als Christ ohne Opposition durchs Leben gehen zu können, wiegt sich in gefährlicher Illusion. Christentum ist keine Biedermeier-Angelegenheit. Und selbst wenn die äußere Umgebung sympathisch eingestellt ist, wird der Christ innere Kämpfe zu bestehen haben. Sein Fleisch wird aufbegehren gegen den Geist, das schlechtere Ich gegen das bessere. Man lese wieder einmal in der Nachfolge Christi das Kapitel über die verschiedenen Regungen der Natur und der Gnade. Oder man vertiefe sich im Exerzitienbüchlein in die Regeln zur Unterscheidung der Geister.
Man halte eine nüchterne Gewissenserforschung und man wird zugeben müssen, dass die eigene Seele ein Tummelplatz verschiedensten Gelichters und ein Kampfesplatz gottfeindlicher und gottfreundlicher Mächte ist. Ja, selbst wenn man glaubt, eine äußerlich günstige und innerlich entsprechende Atmosphäre zu schaffen und dann ins Kloster geht, wird es dort an Opposition so wenig fehlen wie draußen. Sie wird unter Umständen noch größer sein und den Kampf mit noch schärferen Mitteln führen. Gewiss steht über dem Benediktinerorden die Devise Pax. Aber dieser Friede wird nur errungen durch einen energischen Kampf und harte Zucht. Das stille Klosterleben ist eine Schola Dominici Serviti. Und zwar heißt das im ursprünglichen Sinn eine Truppe Gottes, die wie eine Art Militia Dienst leistet. Gewiss ist das Franziskanertum von der Liebe des seraphischen Heiligen durchglutet. Aber eben dieser Heilige ist es, der es als große und größte Freude bezeichnet, um Christi willen verspottet, misshandelt und geschlagen zu werden. Und was ist der Dominikanerorden von Anfang an anderes als Geisteskampf mit der Häresie, Klingenkreuzen mit jedem Gegner der Wahrheit? Wenn Ignatius seinen Orden Compania getauft hat, wollte er damit schon den Kampfgeist seines Fähnleins in der Ecclesia Militans zum Ausdruck bringen, also Kampf gegen Opposition auch im Kloster, im Orden. Noch mehr, selbst im innersten Heiligtum des Herzens, wo im Mysterium sakramentalen Wirkens geheimnisvolle Gotteskräfte strömen, ist von Opposition die Rede und drängt sie sich wie ein lästiger Störenfried, als unerbittlicher Widerpart ins stille Land der Seele. Man lese doch einmal den Ritus der Taufe mit dem feierlichen Abschwören und Widersagen gegen den Teufel und all seiner Pracht. Die Absage an Pompa Diaboli ist die Bezeichnung gegnerischer Fronten, das Beziehen von Stellungen, das Auffahren von Geschützen. Wenn in der Firmung der Bischof mit dem Backenstreich dem Firmling den Ritterschlag erteilt, heißt das Bereitschaft zu geistlichem und sittlichem Kampf. Und was ist das Bußsakrament anderes als Heilung von Wunden, Sanitätsdienst in den Schlachten Gottes? Wenn es nach dem Jawort des ehelichen Sakramentes heißt, es soll euch nichts anderes scheiden als der Tod, ist damit für jede Ehe eine Zukunftsvision aufgezeigt, die Krisen, Erschütterungen, Kämpfe aufweist und unerschütterliche Treue zum Fahneneid christlichen Eheideals verlangt. Priesterseminarien sind geistige Offiziersschulen und die Priesterweihe ist Sendung an die Front. Die letzte Ölung ist Stärkung zum letzten Ringen, ist Kräftigung für den Endkampf des ganzen Lebens. Selbst im Mysterium der Eucharistie klingt in den Jubel des Gloria das Kyrie Eleison des kämpfenden Menschen und im Leib und Blut des Herrn wird der unheimlichste Todeskampf der Weltgeschichte erneuert. Der Karfreitag mit dem großen Opfer Christi. So ist Christenleben nicht nur ein theoretisches Rechnen mit der Opposition, sondern ein praktischer Kampf mit Widerständen von außen und unsichtbaren Gegnern im Inneren. Das Gleiche gilt von der Kirche. Auch sie kennt die Opposition, von der ersten Verfolgung der Urkirche bis zum heutigen Ansturm antichristlicher Mächte. Im Namen der Wissenschaft hat die Opposition sich gemeldet mit den Machtmitteln des Staates. Ganze Klassen haben sich gegen sie erhoben, und die rote Fahne gegen das Vexillum Christi, das Kreuz als Siegeszeichen Christi, ins Feld geführt. Und heute ist es die Rassenideologie, die gegen das Christentum als artfremdes Gebilde den Kampf aufnimmt. Auch bei der Kirche kommt zur äußeren Opposition der innere Kampf und die geistige Klärung. Wie ist gekämpft worden um das Consubstantialem Patri, eines Wesens mit dem Vater aus dem Glaubensbekenntnis? Gerungen worden um das Tridentinum, Konzil von Trient? Wie hat die Opposition sich ungestüm erhoben gegen die Unfehlbarkeitserklärung des Vatikanum, ersten Vatikanischen Konzils? Selbst im Heiligsten, in der Frömmigkeit, hat die Kirche immer wieder gegen oppositionelle Mächte kämpfen müssen. Gegen den Quietismus einer zu passiven Frömmigkeit und gegen den Amerikanismus mit seiner Verachtung der negativen Tugenden. Gegen den Pelagianismus mit seiner Übertreibung des menschlichen Könnens und gegen den Jansenismus mit seiner Unterschätzung des Menschen, gegen Libertinismus und Rigorismus, gegen Traditionalismus auf der einen und Modernismus auf der anderen Seite. Die Kirche war immer die Kirche im Kampf. Ohne Opposition geht es nicht ab. Die Kirche ist kein frisch lackierter, schön bemalter und seidenbewimpelter Salondampfer auf dem Vierwaldstätter See.
sondern ein verbeultes, vom Sturm und Kampf mitgenommenes Schlachtschiff. Aber sie ist ein Schlachtschiff, das nicht in den Grund gebohrt werden kann, weder durch ganze Breitseiten feindlicher Artillerie, noch durch unsichtbare Torpedos verleumderischer Intrigen. So gehört die Opposition zum Leben des Christen und zum Wirken der Kirche Christi. Sie beratschlagten, wie sie ihn vernichten könnten. So war es damals. So war es immer. So ist es heute. So wird es in 1000 Jahren sein. Lasst sie beratschlagen. Lasst sie die Köpfe zusammenstecken. Lasst sie ihre Intrigen spinnen. Lasst sie ihre Kampfpläne entwerfen. Gott lacht ihrer. Wer das Christentum nicht kennt, erschrickt über die Opposition. Nur wer nicht weiß, dass Christus der Unbesiegbare ist, fürchtet den Kampf. Wenn die Opposition sich meldet, wissen wir, dass wir im richtigen Lager sind. Wenn der Feind heranzieht, wissen wir, dass wir bei der Fahne Christi stehen. Opposition? Nichts Neues unter der Sonne.